Ja, hi, willkommen. Mein Name ist Daniel Welpi und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Dragon Ball Xenoverse 2. In der letzten Folge haben wir die Ginyu-Saga abgeschlossen und jetzt würde ich gerne Krillin finden, damit wir hier, weiß ich nicht, mit dem das Training abschließen können. Na ja, da wäre doch was. Gut. Wo ist er nur? Da. Jetzt Milch liefern. Willst du mit der Milchlieferung probieren? Okay, machen wir mal. Was muss ich jetzt hier machen? Denk dann, dass du diese Übung nicht fliegen kannst. Du schaltest auch, wenn du nur von weiter oben herabspringst. So, legen wir los. Auf die Plätze, fertig, los. Okay. What? Ja, du hast die Übung nicht geschafft. Super. Ja. Gut, ich dachte, da stand irgendwann mit X. Deswegen, bei jedem Hüpfer... Bei jedem Hüpfer X drücken, also muss ich jetzt hin damit? Milchlieferung da, boah, kann auch ein bisschen dauern. Ja, wie hat der mir erklärt, ja? Ja. Okay, dann machen wir eben langsam. Ich verstehe nicht, wie der meint. Bei jedem Hüpfer. Ja. Dann gehen wir eben langsam. Wir haben Zeit. Warum muss ich auch so wie ein Blöder hüpfen? Und dann machen wir eben langsam. Kein Problem. Ist er da oben? Weh, der ist da oben. Ich glaube, wir haben Thumbnail für diesen Part. Mein Gott. Also wenn er keine Zeitbegrenzung hat, dann ist das ja nicht schlecht. Ach, der ist da oben, ne? Ist irgendwo da oben, glaube ich. Was? Oh. Bin irgendwo gegen gekommen, super. Dann geht das auch kaputt. Ma. Ja. Meine Güte. Also wegen X bei jedem Hüpfer. Ja. Ja, dann fasst mich nicht an. Ich nehme an, das lag daran, weil ich irgendwas berührt habe, ne? Guck mich so. Nur Milch ausliefern. Dabei wie ein Blöder. Ja. Und wenn das irgendwann weiter weg ist, ne? Dann krieg ich Probleme. Du siehst aus wie Pan mit den Klamotten. Was? Hat du einen Pilz gut hast, was? Ist der Typ aus Dingens oder was? Wie heißt das Spiel nochmal? Battleborn. Ich habe deine Milch. Danke, wir sehen uns nächstes Mal. Was einfach, du sollst das Krillin berichten. Ich gehe mal einfach zurück. Na, ist es dann irgendwie nicht abgeschlossen oder so? Da habe ich doch keinen Bock. Was bringt mir das dann? Ich habe wohl jetzt sehen, ne? Wenn wir ja durch die Gegend fliegen können, scheint doch viel schwieriger zu sein, oder? Ja, was ist, bist du ein Typ aus Hitman? Das ist eine Spielserie von Square Enix, oder? Diesen Attentäter? Keine Ahnung. Dann tun wir die letzte Lektion von Krillin noch machen und dann vielleicht noch eine Parallelquest oder so reinschieben, irgendwie sowas. Mal schauen. Ja. Was geht? Gut gemacht, du hast echt ein flottes Tempo drauf, was? Ich habe das Gefühl, dass du sogar noch schneller könntest. Milch, Mutenroschis Panzer. Weißt du, keine schlechte Übung, stimmt. Du drehst aber nicht nur, sondern verdienst auch noch ein wenig Geld.
Auf jeden Fall weiter mit deinen guten Arbeit, Salzort. Komm wieder vorbei, wenn du Lust auf eine weitere Lektion hast. Ja. Okay, was? Ich dachte, du willst mich trainieren. War. Ja, war das das? Ich weiß es doch nicht. Warte, mach mal ein Parallelquest. In der zweiten Stufe oder so, nehme ich an. So, was haben wir denn hier noch? So, hey, da ist Affenfront. Okay, das müssen wir machen, um Dingens hier von diesen einen Typen hier was zu bekommen, glaube ich. Dann machen wir da als erstes, wenn das voll schwer wahrscheinlich ist, ne? So. Jetzt charakteremäßig jetzt aus, aber wir haben ja neue Gino Sonderkommando und sonst nichts. Okay, jetzt haben wir meinen Namen freigeschaltet. Gut. Na, guck mal, wir sind jetzt wahrscheinlich voll stark und machen uns fertig, aber was soll's. Ja. Irgendwie ist es aber voll einfach, hier Gegenstände zu bekommen durch Parallelquests. Affenfront. Ja, es kommt hier noch was, super. Level 10, okay. Was sind da durch Pflanzenmänner? Oh, ich habe jetzt zwei Balken, merke ich gerade. Geht's dir gut? Warte mal, ist jemand. Bist du das hier am Schuh? Du hast mich geil, super. Braucht ich glaube ich jetzt noch nicht. Ich habe eine neue Ultimate. Versuchen wir die mal. Das ist so ein Explosionsangriff. Links bestimmt. Aber sehr gut. Ja, eine super Seele habe ich mir ausgerüstet. Ich weiß nicht mehr, was die macht, aber ach ja, oh, das könnte sogar gut sein. Sie wird stärker. Ich werde stärker, je mehr Gegner ich erledige. Bis zu 10 Meister stapelbar. Er könnte richtig übel sein. Erst wenn ich erstmal auf euch losgehe. Je mehr Leute ich erlebe, desto stärker werde ich. Also ja, damit. Ist allgemein gar nicht so eine schlechte Fähigkeit, finde ich. Na, komm mal her. Nein, 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 aua. Also er ist recht schnell kaputt, habe ich das Gefühl. Mal, lass mich in Ruhe. Bams. Ah, ihr haut euch nicht gegenseitig kaputt. Wie ist das denn? Wie unfair ist das denn? Ich finde diese Seele schon ganz schön überpowert. Warte mal, kann er sich auch verwandeln? Dann hat man irgendwie nichts gesehen, ne? So. Wird immer stärker. Wo ist Dodoria überhaupt? Wo ist Dodoria? Komm her. Mach ich auch platt. Du bist ja schon leicht platt. Aber ich nehme an, ich muss ja auch alle erledigen, ne? Problem. Nix da, nix kills hier. Ja. Ich
Die müssen wir immer noch. So sind immer noch so viele. Ja. Das ist ja angeblich hier voll stark. Wenn man vielleicht den Schwanz greift, vielleicht macht das ja mehr Schaden. Oh, nicht mein Schwanz. Oh. Nein. Boah, das hat irgendwie im ersten Teil viel mehr Schaden gemacht. Mach mal her. Boah, ich hab viel abgezogen. Nein. Was erledigt? Ja, und ich habe ja mehr, hallo. Okay, sehr gut. Was ist das? Kann ich noch bewegen? Heil mich am Schuh. Bringt's wahrscheinlich. Bah. Warum hast du denn immer noch ein Ausrufezeichen in meinem Kopf? Wenn du nichts machst. Oh, da wo Son Goku gegen Bills gekämpft hat. Jetzt kommt da Bills. Der macht jetzt fertig. Was? Was machst du denn hier? Zeig ich, wie stark ich jetzt schon bin. Ich hab voll viele Leute kaputt gehauen. Achtzehn, okay. Die macht es jetzt fertig. So. Bah. Wer war das? Das hat dann Ultimate sein. Dieser Kreis. Na, greift ihn noch mal jemand an. Hör auf, um ihn noch umzukreisen. Boah. So, wo ist auch nicht hier? Piccolo. What's wrong with you? Wow, das hat viel abgezogen. Ey, er kommt mir ja nur im Quere, habe ich das Gefühl. Sag mal, bleibt ihr mal hier. Das ist jetzt ja schon ein ultimativer Finish, ne? Aber meine Angriffe bringen irgendwie nichts, habe ich das Gefühl. What? Ich haut ab. Wie ultimativer Finisher. Okay. Mein ultimativer Finisher, alles klar. Schwer so kurz vom Level ab. Das habe ich gespürt. Oh. Okay. Jetzt kann der andere uns eine Belohnung geben, nehme ich an. Oder? Oh, ich hätte Krillin mitnehmen sollen. Meine Beziehung zu denen verbessert wird. Ich Idiot. So, wo ist der eine Typ? Du, ne? Typ, meine ich. Chichi-Kostüm, okay. Chichi-Kostüm. Kann ich auch anziehen als Mann? Oh, da ist ja noch jemand. Rufe den Zeitzeuger, der die Quest Harter Kampf Genio-Kommando abgeschlossen hat. Du bist Zeitzeuger, der die Quest Harter Kampf Genio-Kommando abgeschlossen hat. Was? Nein, bin ich nicht. Bin ich das? Lass mal sehen. Die Genio und Frucht, was? Angriff des Saiyajin, besiege Raditz, Nappa und Vegeta. Finde den Dragon Ball. Oder drei Dragon Balls. Machen wir das. Damit ich eine Mission habe, wo wir Dragon Balls finden können, wahrscheinlich. So, Krillin. Und nochmal Krillin. Ich weiß nicht, ob es das stapelt, aber kann ja nicht schaden. Aber ich mache eine Quest, wo ich offscreen irgendwie Dragon Balls farmen kann. Wenn ich das schon mal aus der Reihe irgendwie nehmen kann. Was? Ich habe echt Probleme, mich zu artikulieren, oder? Mein Gott, haltet ihr nichts aus.
Ah, nee, ich muss euch ja gar nicht erledigen, ne? Egal, mache ich trotzdem. Vielleicht bringt's ja was. Ultimative Abschluss oder so. Wahrscheinlich, ne? Nehmen einen Grund, euch nicht kaputt zu hauen. Ich hätte vielleicht Gundo erstmal trauen soll. Ein Schiss. Ja, Angriffskraft erhöht. Wo ist denn hier ein Dragon Ball? Da ist einer. Ja, wenn es echt Dragon Balls geben würde, ne? Würden so abused werden, ne? Nein, der hat nicht für mich gezählt. Mein Gott, der war ja verdammt schnell erledigt. Was Krillins Ultimate oder was? Das war auch Pixams Kamehameha, glaube ich. Wie kommt es, dass Guldo als letzter überlebt? Da stimmt irgendwas nicht. Ja, Ausrüstung halten, okay. Irgendwie kann man doch den Dings doch größer machen, oder? Ah ja. Ja, drei reindrücken. Doink. Das der letzte. Da. Was? Ah, keine Ausdauer mehr. Vergiss mal, Fliegen Ausdauer kostet. Zack. Gut, dann ab nach Hause. Und vielleicht doch vielleicht noch nicht die ultimative Abschluss abgeschlossen. Und Abschluss, ne? Macht mir geht da. Nein, ich habe wieder keine drei Dinger. Bin ich jetzt nicht so viel stärker, obwohl das jetzt viel abgezogen. Wow, was? So, irgendwas treffe ich schon. Irgendwas habe ich getroffen. Ja, jeez. Nein. Ja, 18, okay. Aber außer jeez. Komm her, her. Hier geblieben. Hier geblieben. Wie geht's einfach nur? Wie bin ich hier noch reingeraten? Lass irgendwas treffen. Irgendwas getroffen, glaube ich. Markelin. Warte, ich komme. Mein Meister, ich rette dich. Mein Gott, wie könnt ihr jetzt? Aua, das sah schmerzhaft aus. Warte, jeez. Meiner. So. Bringt bestimmt auch irgendwie Bonus, wenn ich meinen Meister wiederbelebe. Komm her, du. Buff. So, dit. Dött und dött. So, wir machen halt Dinger ein. Joink. Oh nein, Vegeta ist tot. Meine gut, Vegeta ist tot. Nein, er lebt nicht mehr. Gott, wenn ich davon nicht einen Dragon Ball krieg, ne? Dann weiß ich auch nicht. Vielleicht müssen wir mal 7 sammeln, oder? Genau mit 3, glaube ich.
Da ist er. Oh. Und zack. Ist der letzte da. Joink. Hat da. Verschwunden. Da. Könnt ihr euch auch mal welche sammeln, ne? Mein Gott. Dauert doch viel länger, wenn nur ich hier sammle. So, zack. Ultimativer Finisher. Ha. Geil. Jetzt möchte ich einen Dragon Ball haben, bitte. 4, okay. Baseball Uniform. Capsule Corporation. Holstein Schock. Hm. Kein Dings. Aber ich wette, von da kriegt man einen. So, eine parallele Quest können wir noch schaffen. Na, Frage ist, was tue ich jetzt aufballern an meinen Attributen? Also ich muss ja hier noch. Okay. Eine schaffen wir. Angriff des Saiyajin, da dürfte nicht so schwer sein. Ja, bin ich behämmert. Gut, Krillin, komm und hilf mir. Ist mal Meister, verdammt. Lern mir was. Ich möchte einen Meister wechseln. Ich glaube, ich alle Meister hier durchnehmen, aber ein paar. Die meisten Meister. Meister ich. Die Reiz, Nappa und Vegeta. Wow. Danach habe ich immer noch Zeit für eine andere. Wenn das so einfach ist. Mein Gott. Ja, das war schon mal sehr einfach. Was? Oh, ich glaube, die musste ich erledigen vorher. Verdammt, ich hätte die, glaube ich, erst erledigen sollen. Aber die exakt gleiche hatten wir, glaube ich, dann auch im ersten Teil. Erst muss ich Cyberman erledigen. Cyberman und dann Saiyajins, ne? Aber es ist sowieso zu spät. Weiß ich, wie ich das auf Speed mache. Boah. Hey, Robby. Kannst du es wagen, nach vorne zu fliegen? Okay, das ist auch erst die siebte. Ist ja klar, die nicht so schwierig ist. Aber ja. Du hast keine Ausdauer mehr, das tut mir leid. Mein Schaden hält sich echt in Grenzen. Ich glaube, mich hätte sehr viel anders gewesen, wenn ich mich nur auf Superangriff oder so gestürzt hätte. Nee, naja, von da kam er. Da. Ja. Hi, wir haben Schuh. Eine Mission haben sie ja aber auch richtig 1:1 übernommen, ne? Jetzt, wenn man alle Cybermans vorher erledigt hätte, dann wäre Vegeta da gewesen, dann wären Raditz und Nappa zurückgekehrt. Genauso wie im ersten Teil. Boom! Und noch einer. Ah, war mein Angriffsbonus. Wo ist er? Da. Da ist er. Fristat. Fristat. Nein, kein Linksbogen. Kein Ki. Keine künstliche Intelligenz. Die ich Kai nenne. Ja, keine Ultimative. Ja, ich glaube, das reicht nicht mehr für eine Zeit. Aber ich weiß, was ich hier offscreen machen muss. Weil ich wahrscheinlich offscreen viel Essen sammeln und so was alles. Dragon Ball sammeln. Und hoffentlich kommen wir in der nächsten Folge endlich ein Dragon Ball. Ne, mein Gott, die Dragon Balls sammeln. Den Drachen rufen.
Und sonst ist hier nichts mehr, ne? Gut, dann würde ich sagen, ich beende den Part hier. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge für Let's Play Dragon Ball Xenoverse 2. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage tschüss, bis zur nächsten Folge.